bin ich wieder und weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Mit dem Nachkommentieren hier, da ja mir ein paar Videos gesperrt wurden, da ich da Musik verwendet habe, an der ich ja nicht direkt habe, wie ich schon des Öfteren sagte. So, in den letzten, im letzten Part, da haben wir uns ja zurück zu unserer alten Hütte, die ich schon wieder abgerissen habe, begeben und haben dort die Kiste ausgeräumt, um unsere Habseligkeiten jetzt hier zu unserem Haupthäuschen da zu schaffen. Und ja, ich benutze schon wieder so oft und, ja, und. So, eben haben wir ein Hühnchen gekillt und jetzt geht's wieder auf nach oben. Und dann würde ich sagen, dann geht's in diesem Part hauptsächlich darum, dass wir unser Häuschen weiterbauen. Fertig bauen werden wir es, glaube ich, nee, noch nicht. Nee, genau, nee, werden wir noch nicht. So, erstmal hier wieder in den Berg hinauf. Wir haben uns ja jetzt hier schon so einen kleinen Weg geschaffen. Vielleicht kommt da noch irgendwas Besseres oder so. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber da drüben ist ja noch so ein großer Berg und ich habe vor, da irgendwie so eine Art, naja, so eine Hängebrücke oder sowas darüber zu machen. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Ja, und dann kann man darüber gehen und da können wir dann auch irgendwas bauen. Ein Häuschen oder sowas. Oder da war ja so eine coole Lücke im Berg, dann könnte man so eine Höhlenwohnung bauen oder sowas. Oder sowas, ja. Und sowas, ja, genau. So, jetzt beladen wir erstmal unsere Kiste hier, stopfen da alle möglichen Sachen rein. Sortieren kommt dann später noch. Ich werde dann so einen Lagerraum mir bauen. Wahrscheinlich dann in den Keller, weil hier oben ja kein Platz mehr ist. Und da kommen dann die ganzen vielen Kisten rein. Alles sortiert nach irgendeinem Kram, auch wenn wir noch nicht so viel haben. Und dann ist schick. Was haben wir so Schickes? Drei Kisten haben wir auf jeden Fall noch. Ein paar 47 Pilze? Ich habe echt 47 Pilze habe ich schon. Wow. Ja, ein bisschen Fleisch, 8 Samen. Genau, irgendwie hier oben müssen wir uns ja dann noch sowas, ein paar Beete oder sowas, ein bisschen Getreide und Bambus. Haben wir Bambus? Ja, Bambus haben wir auch schon. Ein bisschen Bambus anpflanzen. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen mampfen, weil unser Leben ja futsch ist. Und jetzt bemerke ich gerade, dass man jetzt in der 1.8 ja auch blocken kann mit dem Schwert. Und das, ups, finde ich echt richtig cool. Bin ich echt begeistert von. Ja, aber jetzt erstmal hier mampfen, damit wir wieder gesättigt sind und wir frisch gestärkt anfangen können zu arbeiten oder in dem Fall jetzt zu schlafen. Ja, gut. Ja, nee, zu spät. Oh, Einsatz verpasst. Oh, tut mir leid. Ja, hallo Welt. Alles ist schön. Irgendwo Monster? Nein. Na, das ist doch schön. Da unten sieht es auch mal cool aus. Sieht aus, als wenn da jetzt viele kleine Sprengungen waren. Alles so zerpflückt irgendwie. Naja, werden wir uns auch noch hinbegeben. Und da unten war ja auch schon eine coole Höhle, die wir dann immer erkunden werden. Boah, jetzt hier noch ein paar Blocken, um meine Künste hier zu zeigen. Und dann geht es jetzt auch schon weiter mit dem Häuschen, aber das macht sich am besten, wenn man da von oben baut. Deswegen jetzt erstmal hier Leiter und dann geht es hier oben weiter. Ja, wie gesagt, hier die vier Ecken und dann hier oben der Rand mache ich ja aus diesen Stone Bricks. Und dann kommt oben das Dach auf. Obwohl, gut, ihr wisst es jetzt noch nicht oder ihr habt es noch nicht gesehen, aber ich finde, es sieht zum Schluss irgendwie noch nicht so ganz schick aus. Weil das mit den Stone Bricks, das sieht irgendwie besser aus, wenn es zwei Etagen sind. Aber die kann ich ja leider nicht mehr machen. Weil, wie gesagt, wir sind hier ja schon auf Ebene. Also, hier der erste Block steht hier auf Ebene 120. Und da oben sind wir jetzt schon auf 124 oder so. Müsste sein, ja. Und jetzt da ein Dach drauf. Erstmal sieht das Dach total groß aus. So riesig, so überdimensional sieht es aus. Als wenn es gar nicht zu dem Haus passt. Und dann können wir auch nur eine Etage bauen, weil mehr nicht hinpasst. Ja. Aber ich werde hier auf jeden Fall irgendwie unterirdisch und dann werde ich so eine Glasfront irgendwie so an einer Seite des Berges, sodass man dann eben da an der Seite so rausgucken kann. Jetzt überlege ich gerade, was ich vorhabe. Achso, wir brauchen mehr Cleanstones, genau. Jetzt suche ich hier gerade irgendwo einen Fleck, wo man Cleanstones finden kann. Und ja, habe mir jetzt hier komischerweise, ich weiß nicht, warum ich den Fleck genommen habe. Hier ist überall Cobblestones, aber ich habe mir den genommen. Ja, und währenddessen habe ich so überlegt, dass man das auch ein bisschen schlauer nutzen kann. Spinne! Ja, da unten ist eine Spinne, die da fröhlich dem Flusslauf folgt. Ja, dass man das hier nutzen kann, wenn wir schon was raushauen, könnte man auch irgendwie so eine kleine, naja, Wohnung, irgendwie so eine Bergwohnung. Ja, die Spinne schwimmt, die lässt sich ja nicht stören, die treibt da immer weiter. Am liebsten würde ich ja runtergehen und sie töten, aber wir sind ja gerade beschäftigt. Und ich habe schon so viel Zeit verplempert, da kann ich jetzt auch nicht auch noch Spinnen töten, das geht ja irgendwie nicht. Da ist übrigens der fliegende Riesenpenis. Also ich weiß nicht, muss ja irgendwie mit Absicht sein, dass hier der Weltgenerator hier so eine Sachen ausspuckt mit so einen fliegenden Sachen.
weiß gar nicht, wozu man die nutzen soll. Ich meine, findet ihr die hübsch? Also ich finde es nicht hübsch. Ich meine, wenn es so eine fliegende Insel wäre, okay. Dann könnte man ja wenigstens irgendwie noch was drauf bauen oder sowas. Aber das kann man irgendwie schlecht nutzen. Spinny ist weg. Wo ist ihr? Da unten sind, oh, haufenweise Tintenfische. Und da unten war es, das ein Schwein? Ja, sieht aus wie ein Schwein. Da drüben ist überall Kohle. Wo viel Kohle? Wir brauchen ja auch noch Kohle. Also mehr oder weniger. Irgendwann werden wir bestimmt noch Kohle brauchen. Aber Kohle findet man ja später sowieso genug. Also Cobblestones brauche ich jetzt, um mir weitere Stone Bricks zu machen, weil die schon wieder alle sind. Und am Anfang haben wir ja nicht so viele Cobblestones gesammelt. Ich habe ja währenddessen, wir hier umgezogen sind, noch ein paar Cobblestones gesammelt. Genau. Nee, ich habe mich eben schon wieder ablenken lassen, weil ich eben schon wieder aufstoßen muss. Ich muss hier dauernd rülpsen, immer wenn ich aufnehme. Kann doch nicht sein, ey. Wie unprofessionell das ist. Zuerst geht's wieder nach oben und dann werden Cobblestones gebrannt. Wir haben jetzt echt 8 Cobblestones? Nee. Ein Stack und 8. Ja, das erscheint mir logischer. Sieht es nicht hübsch aus? Nein, sieht es nicht. Naja, gut. Es ist nicht wunderhübsch, das stimmt wohl, aber vielleicht kann man noch was draus machen. Glas brauchen wir noch. Und Glas haben wir auch schon gebrannt. Müsste in der Kiste sein, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt muss ich mal drauf achten. Ich muss mir mal merken, dass da jetzt hier noch ein bisschen Kohle drin ist. Weil ich werde später dann den Ofen abreißen und da fallen dann... Ich bin mir nicht sicher, ob da Kohle mit rauskam. Weil irgendwie war doch mal so, wenn man den Ofen abreißt, ist alles, was in dem Ofen war, dann weg gewesen. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch so ist. Das muss ich mir jetzt mal merken und mal gucken, wie das denn wird. Was machen wir jetzt? Ach, eine Eisenschaufel. Wozu brauchen wir denn jetzt eine Schaufel? Ach so, genau. Wir müssen jetzt den Boden, der ist hier noch aus Gras und Dreck und so. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen aus Holz machen, ein bisschen ausbessern alles. Muss ja auch alles seine Richtigkeit hier haben. Und dann geht's weiter. Ja, Musik kann ich nicht mehr spielen, also muss ich jetzt selber singen. Nein! So, wir lassen hier mal alle unsere Gegenstände mal in der Luft fliegen. Weil Minecraft ja jetzt schon fast wie Real Life ist, wie ihr alle wisst. Gut, und jetzt hier alles mit Holz auskleiden. Supi. Ja. Hier präsentiere ich wieder meine Baukünste, in der ich versuche, zwei Holzklötze nebeneinander zu stellen, aber das gelingt mir nicht. Jo. Boah, ihr wisst ja nicht, oder vielleicht wisst das doch, aber das ist total, das ist arschlangweilig, wenn man hier so einfach nur sowas guckt und überhaupt keinen Ton, nicht mal irgendwie, wenn man einen Holzklotz setzt, alles ist total leise. Man hört die ganze Zeit nur sich selber und das ist auch nicht immer das Beste. Alles nicht so toll hier. Das Bett wird aber auch noch woanders hinkommen. Ich habe ja beschlossen, das Bett kommt wieder unter das Dach. Ich baue ja gerne meine Betten unter das Dach. Keine Ahnung, das finde ich irgendwie toll. Mein Headset rutscht. Warte mal einen Moment, ich bin kurz weg hier. So. Genau, jetzt kommt Glas und jetzt bauen wir hier auch unsere ersten Fenster ein oder setzen sie ein. Und jetzt ist mir eingefallen, statt den Glasblöcken könnte man ja auch Glasscheiben nutzen. Und das mache ich jetzt auch gleich. Jetzt gleich. Genau. Allerdings wusste ich nicht mehr so genau, wie man Glasscheiben macht. Ja, wie ihr seht, ich versuche jetzt hier irgendwas... Nee, sowas auch nicht, aber jetzt ist es richtig. Naja, jetzt den genau hoch, hoch und den auch hoch. Tada! Glaspeine. Nee, Pane. So, und die setzen wir jetzt hier ein. Ich weiß nicht, ob jetzt nun die Glasscheiben besser sind als die Glasblöcke und ob es hübscher aussieht. Hm, fraglich. Aber man kriegt aus 6... Glasblöcken immerhin 16 Scheiben und das ist doch ganz toll. Nur das ist wirklich scheiße, wenn man die Glasscheiben übereinander bauen möchte, weil das ist wirklich ein bisschen komplizierter, weil man wirklich genau auf der Kante treffen muss, ansonsten ist da alles schief und krumm und so. Also schief und krumm nicht, aber sitzt irgendwie falsch. So, jetzt überlege ich, wie ich das, ob ich das hier anders mache, aber ich glaube, ich tue es nicht. Ich mache da wieder da zwei und dann ist schick. Na los, mach es! Mach es! Nee, mach ich doch nicht. Doch, mach ich. Wollte gerade sagen. Genau. Hier zwei und dann rechts wieder zwei und dann sind wir mit den Scheiben auch schon fertig. So, da auch noch Glasscheiben. Glasscheiben rein. Genau, Fackeln fehlen jetzt noch. Oder? Ach so, ja. Einmal kurz angucken, wie es hier so von außen aussieht.
Von außen fehlen auch Fackeln, ne? Ja. Was mache ich jetzt? Ach so, genau, Stone Bricks, oder? Hallo? Hallo? Ist jetzt hier Minecraft hängen geblieben oder so? Kann das sein? Was ist denn jetzt los? Also, wenn ihr hier auch gedacht habt, dass Minecraft hängen geblieben ist, dann mal Daumen hoch und so, ne? Nee, ich hab wirklich gedacht, das ist eben hängen geblieben oder was war das eben? Oder habe ich da sehr lange überlegt? Ich weiß gar nicht mehr. Anscheinend habe ich da ausgerechnet, wie viele wir noch brauchen. Aber anscheinend sind es ja immer noch zu viele. Was waren das eben? Hä? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich da so eine große Pause gemacht habe. Naja, ich werde da irgendwas gequatscht haben, von dem ich jetzt nichts mehr weiß. Das Übliche halt. So, Fackeln sind auch dran. Jetzt fehlt natürlich noch ein Dach. Ach ne, erstmal die Fackeln von außen, genau. Fackeln von außen. Da. Jetzt wird es auch schon wieder gleich dunkel. Was mache ich jetzt? Jetzt begebe ich mich nach oben und. Achso, gucke, wie hoch ich noch bauen kann, genau. Jetzt mal hier mit so ein. Einfach mit direkt nach oben bauen, weil ich mal gucken möchte, ob man bis 128 oder bis 129 bauen kann. Also man kann bis 128 bauen, ab 129 ist Schluss. Oder habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Bis 128 kann man bauen und 129 ist Schluss. Ne, das stimmt. Genau. Tada. Ja, du kannst jetzt auch hier wieder F3 drücken und das ausmachen. Lieber Herr Seto. Hallo? Machst du das auch wieder aus oder bleibt es jetzt so an? Hallo? Ja, was tun wir jetzt? Jetzt werden wir erstmal schlafen gehen. Genau, es wurde ja gerade dunkel oder es wird gerade dunkel. Und. Oder baue ich jetzt? Ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt weiß, irgendwie was hier drinnen weiterbaue. Ist auch möglich. Nee, tue ich nicht. Nee, geht ja nicht. Genau, wollen wir das hier drin noch ein bisschen ansehnlicher gestalten? Muss ja alles so seine Richtigkeit haben. Da noch einen hin, da links noch einen hin und dann ist schick. Super, jetzt machen wir die Tür zu, weil es wird jetzt gerade dunkel und dann kannst du dich in die Pofe schmeißen. Nein, ich schmeiß mich nicht in die Pofe. Super. Kann es sein, dass das Bett jetzt an derselben Stelle steht wie eben gerade? Kann das sein? Mir ist fast so. Aber, naja. Selbst wenn, wäre auch egal. So, weiter geht's. Guten Morgen, schöne Welt. Irgendein Monster, das uns hier erschrecken möchte, uns umbringen möchte, zerfleischen möchte. Nö. Jetzt kommen wieder die Leitern ran und dann das Bett. Ach, Bett, das Dach. Genau, und lange ist auch nicht mehr. Ja, ihr seht ja immer hier Maus. Hallo, da ist die Maus. Lange ist auch nicht mehr. So. Ja, das war jetzt toll mit den Leitern. Da unten sieht es eigentlich auch richtig schön aus und so. Müsste man auf jeden Fall nochmal hingehen. Warum hast du dich da runtergestürzt? Idiot! Ich habe mich eben selber beleidigt, ne? Ich merke schon. So, jetzt machen wir die Leiter mal wieder hier ran, weil da ja jetzt ein bisschen doof ist mit dem Dach. Da kann ich jetzt schlecht die Leiter wieder ranbauen. Oder ich müsste da eine Treppe wegreißen, aber nee, das möchte ich nicht. Dann lieber so. Kann das sein, dass da eben unsauber geschnitten wurde? Kann das sein? Was habe ich denn eben gemacht? Das ist und bleibt ein Rätsel. Ich glaube, da war irgendwas mit der Musik. Sie war zu leise oder nee, sie war weg. Genau, da war keine Musik mehr. Ich könnte jetzt zurückspulen und gucken, ob da irgendwas war, aber ach, ist jetzt auch egal. Ja, das ist immer doof, weil ich im Vollbildmodus aufnehme und dadurch gestaltet sich es immer etwas schwierig, wenn ich
da wieder raus möchte aus Minecraft. So, ich muss mal hier wieder kurz. Ja, bis gleich. So, wir wollen unser Treppchen, wollte ich gerade sagen. Unser Dach bauen wir jetzt hier weiter. Das muss ja dann auch mal fertig werden. Und ich hoffe jetzt mal hier, dass das noch hinhaut mit der Höhe. Also ich weiß es ja schon, aber ich fieber mal hier mit, als wenn ich es zum ersten Mal sehe. Ja, das wird doch ein Problem. Ich weiß nicht, ob das noch in der Folge kommt. Ah, nee, ich fahre halt erstmal mit Schnee. Ich kann jetzt hier nicht. Nein, das kann ich nicht. Schön, schön. So, was haben wir hier noch? 64 haben wir hier noch. Mal gucken, ob das reichen wird. Und dann jetzt hier fröhlich weiter am Häuschen bauen. So, ist jetzt hier schon der vorletzte Part, glaube ich. Genau. Ist jetzt hier Part 15 und dann folgt nur noch Part 16 und dann kann ich endlich wieder normal aufnehmen und kommentieren, während ich spiele und nicht erst danach. Ich präsentiere wieder mal meine super Baukünste hier. Einfach klasse.